sorry. I was just leafing through the plant book. Fun completely intended. You've actually managed to complete it. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part hier bei Garten Live. Tja, ich wollte den letzten Part beenden und als ich dann hier weitergegangen bin, um noch die Samen einzusammeln, schwupps, kam mir der letzte Samen entgegengeflogen von der Prunkwinde und wir haben jetzt tatsächlich alle Samen. Oh, that's incredible. Sunflowers, lilies, ivies, everything's here. Well, everything I wanted to plant at least. There are plenty of other plants out there. Ja. Mit Sicherheit. I know you must have heard it so many times by now, but you really are doing fantastic work. Dankeschön. So, die Prunkwinde weiß, alles oder nichts vervollständige das Pflanzenbuch als Erfolg. So, die habe ich jetzt natürlich nicht einstecken, das ist ja ganz klar, ne? Die müssen wir uns jetzt natürlich holen. Das müssen wir uns jetzt holen. So, deswegen, wir schmeißen mal ganz kurz hier alles rein, was wir hier drin haben. Dann gehen wir auf die letzte Seite. Genau, weil da ist nämlich dann die Prunkwinde weiß. Die schmeiße ich jetzt dann gleich mal hier rein. Dann machen wir die eine Prunkwinde weg. Oh, warte mal, wir müssen hier die auch noch wegmachen. So, weil da brauchen wir, glaube ich, auch keine mehr. Die haben wir ja beim letzten Mal vervollständigt, den Kürbis. Wunderbar. So, dann können wir den Stein aufheben. Wir können die hier abschneiden, ausbuddeln und wir können die weiße hier reinsetzen. Und machen dann auch gleich mal einen Schnellwuchsdünger drauf. Und wenn die gewachsen ist, werden wir dann gleich wieder den Samendünger drauf machen. So, habe ich jetzt hier von dir Samen? Gute Frage, ne? Hortensie Blassblau, das war ja die, ne? Okay, wunderbar. Dann schneide ich dich jetzt mal noch ab. Warte mal, wir machen erst einmal leer. Weil sonst muss ich da hinten suchen und ich mag jetzt das gerne hier drin haben. Wir schmeißen mal das da. Das ist die Hortensie Blassblau, Tulpenorange. Wunderbar. Ihr könnt alle könnt ihr rein. Zack. Dann gehen wir mal vor bis zur Hortensie Blassblau. Also, haben wir ja noch nicht drin, ne? Die fehlt ja noch. So, dann kommst du nämlich da rein. Dann können wir sie schneiden und wir schneiden dann auch gleich alles, was da drin ist und buddeln es auch gleich aus. So, mir ging es hauptsächlich darum, dass ich die Blüten dann natürlich auch habe, ne? Gut, ihr dürftet eigentlich nicht so schnell nachwachsen. Aber trotzdem, ich denke, das ist ganz gut, wenn ich erstmal schneide und dann sofort auch den Samen rausmache. Und dann können wir das Pflanzhaus im Grunde auch als Dekoraum hernehmen, ne? Aber ich möchte draußen noch mal probieren, weil das wundert mich total mit dem, dass ich nichts mehr pflanzen kann. Kannst du jetzt endlich mal das ganz wegschneiden? Danke. Manchmal braucht es ewig, bis man sich da durchgewurschtelt hat. Ich versuche schon immer so weit unten wie möglich, ne? Kannst du jetzt die Pflanze hier rausschneiden? Oh Mann, das ist... Manchmal ist es wirklich... Da will es einfach nicht, ne? Da kannst du klickern, was du magst, dich hinstellen, wie du magst, und es geht einfach nicht. So, und so. Ach, wunderbar.
Wunderbar, wunderbar. Alles klar. Raus, raus, raus. Ich habe das schon mal probiert, einfach ausbuddeln. Aber man bekommt dann keine einzige Blüte davon. Also man buddelt es halt komplett aus und alles ist am Blüten und so weiter, ist kaputt. Ach, kannst du die wegschneiden, bitte ganz? So, Edge. Ich lass mich doch hier nicht veralbern. So, und dann dich noch. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir alle Hortensien raus haben. Und es müsste jetzt auch... Müsste jetzt dann eigentlich auch passen. So. Wir schmeißen erstmal alles rein. Die blaue lassen wir mal da. Der Samen sortiert sich ja wieder. So, und dann gehen wir mal vor zu der Hortensie. Da ist er. Raus damit, raus damit. Einfach einmal die einzelne will ich bitte da unten haben. So, und damit haben wir dann das hier vollständig. Iris haben wir ja auch schon komplett. Das sind nur die drei Stück. Bei der Jasmin sind es nur die drei. Hier haben wir alles, da haben wir alles. Also wir haben jetzt tatsächlich halt nur bei der Prunkwinde. Die Prunkwinde ist jetzt das Einzige, wo noch die eine Farbe fehlt. Das sind die Pfingstrosen und da fehlt eben noch die eine Farbe. Also schmeißen wir das mal rein. Wir tun mal jetzt den Dekostein hier rausschmeißen. Tun nicht dich hin. Aber kann ich dich da so herklipsen? Ich würde dich gerne da an den... Es schaut so aus, als wäre das dann drin, ne? Hallo? Ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß es nicht. Ich wollte das eigentlich hier so an die Säule ranmachen, aber das ist irgendwie anscheinend nicht machbar. Und dann kann ich dich hier irgendwo an die Wand kleben. Ja, ist okay. Dann vergiss es. Dann vergiss es. Sonnenblumen, Prunkwinden. Genau, Prunkwinde. Wir haben sie jetzt hier. Das heißt, wir können jetzt hier erst einmal den Samendünger wieder draufschmeißen. Dass wir dann da hoffentlich noch einen Samen rausbekommen. Wie gesagt, es muss halt Prunkwinde weiß sein, ne? Da noch irgendwas? Hier irgendwas? Alles, was wir einsammeln können, ist gut. Das schmeißen wir dann nämlich rein. Ich habe das Unkraut schon am Boden gesehen, also keine Sorge. Das Unkraut ist mir nur ein bisschen egal. So, dann rein mit euch. So viel Zeug, ne? Ja, und solange ich es nicht brauche, ich gehe jetzt mal. Das ist Seite 44, ist jetzt die letzte Seite. Also es gibt hier schon einige Blumen, die wir schon hernehmen könnten, um Sträuße wieder zu binden. Weil ich glaube, bis zu 30 ungefähr geht es, ne? Ja, genau. Also 29 ist die letzte Seite. Ab 30 fangen wir dann die Vorräte an. So, dann tue ich mal hier die Sense raus, die Sichel. Dann können wir mal ganz kurz schauen, ob ich schon das Glück habe mit einem Samen. Nein. Okay, dann packen wir mal unseren Koffer. Wir packen unseren Koffer und nehmen mit. Mal schauen. Wir haben die Kürbisse. Die Schwäne kommen jetzt als nächstes. Da muss ich nur ganz kurz mal ein wenig zoomen. So, da brauchen wir Pfingstrosenweiß. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt in der richtigen Menge alles habe, ne? Pfingstrosenweiß. Wir brauchen da 30 Stück. Ja, okay.
Das sortiert es wieder irgendwo rein. So, Pfingstrose weiß. Dann brauchen wir Fliederweiß. Und zwar 20 Stück. Mach's jetzt auch so. Jawohl. Amaryllis weiß. Oh je. Wie viel habe ich da? Ich habe 30 Stück und wir brauchen 50 Stück. Okay, müssen wir einpflanzen. Und Irisblau. Irisblau. Da brauchen wir 50 Stück auch. Okay, das heißt also, auch euch muss ich einpflanzen. Machen wir mal einen kurzen Tausch. Dann pflanze ich einmal die und einmal die. Weil wenn hier tatsächlich Fini ist mit Pflanzen, dann ist das natürlich blöd, ne? Oh, du bist groß. Ja, ist okay. Dann, ja, warum nicht? Machen wir einmal groß, einmal klein. Oder einmal klein, einmal groß. Ich bin ja gespannt jetzt. Dann mache ich hier mal 4 von denen rein. 4 wollte ich eigentlich reinmachen. Ja gut, dann sind es halt nur 3. Machen wir hier 2. Vielleicht kann ich ja im Gewächshaus. Ach stimmt, ich habe ja die ganzen. Ich habe ja die ganzen Blumen hier rausgemacht, ne? Ist ja klar, jetzt habe ich natürlich wieder dementsprechend Platz, dass ich wieder Sachen einpflanzen kann. Aber ich werde mit Sicherheit gleich an meine Grenze stoßen. So. Zack. So, dann machen wir hier nochmal. Ja, doch, machen wir hier nochmal 2 große. Und dann machen wir hier nochmal jeweils 3 kleine rein. Dann müssen wir uns nur nochmal. Okay, damit haben wir alles gefüllt. Das passt. Ja, Schnellwuchsdünger, da habe ich nicht allzu viel, ne? So, warte mal, du könntest, dass das Ding einfach leer ist. Hau's einfach mal irgendwo drauf. Hier, einfach auf die Tulpen. Ups. Nein. Nein. Warum passiert mir das immer? So. Ihr kommt rein. Du kommst rein. Dann schnappen wir uns mal hier noch den Schnellwuchsdünger. Wie spät ist jetzt? Ah ja, okay. Können wir dann eh gleich nach Hause. Ich glaube nicht, dass die jetzt halt noch wachsen. Wenn ja, dann gut. Aber ich glaube es nicht. Auf jeden Fall haben wir dann am nächsten Tag die Blumen. Passt. Passt. Jawohl. Da fehlt mir noch ein bisschen. Da fehlt nur ein bisschen. Da schaut es noch nicht gut aus. Da schaut es noch nicht gut aus. Ja doch, das passt schon. Jawohl, wunderbar. Da können wir tatsächlich schon die ersten wegschnibbeln. Cool. Aber ich brauche Blüte. Blüte, Blüte. So, habe ich jetzt Glück? Nein, habe ich noch nicht.
Tja, den Samendünger habe ich auch nicht mehr einstecken. So, warten wir jetzt noch ganz kurz. Schneiden zumindest mal noch die ab, die jetzt ja gerade hier rausspitzen. Mit einer Blüte. Und dann würde ich sagen, gehen wir back to home. Aber ich warte noch ganz kurz, weil es kann sein, dass die jetzt in der letzten Sekunde dann doch noch aufgehen. Mäh, ich höre schon wieder die Schafe im Hintergrund. Jo, ich habe einen Samen. Ich habe den Samen. Dankeschön. Damit haben wir die weiße, nicht die weiße Dingsbums hier. Die Prunkwinde, die weiße Prunkwinde haben wir jetzt. Und dann können wir nämlich die jetzt auch wegschneiden. Und dann haben wir Schnittprunkwinde weiß und plus den hier. Oder warte mal, wir machen das lieber nach unten rein hier. Dann haben wir beides. Cool. So, jetzt gehe ich nochmal hier durch, weil es ist ja Feierabendzeit. Da können nochmal Samen hier rumschwirren. Und dann gehen wir nochmal ins Quacks Haus. Da ist nichts mehr. Gut. Da haben wir nochmal Samen, jawohl. Sonnenblume noch irgendwas? Nein. Hier noch irgendwelche Samen? Nein. Aber wir haben auf jeden Fall Blüten, die wir abschnippeln können. Dass die so unterschiedlich wachsen, ne? Also, ich meine, es ist gut. Es kommt auf jeden Fall etwas realitätsnaher. Ich meine, klar, so schnell wachsen die normalerweise gar nicht, ne? Aber, hups, weg damit. Cool. So, was haben wir denn da schon? Du kommst raus. Was war das noch? Pfingstrose weiß 30 Mal. Hammer. Wir haben den Fliederweiß 20 Mal, haben wir auf jeden Fall. So, dann die Amaryllisweiß brauchen wir 50. Wir haben jetzt 66. Wunderbar. Und dann brauchen wir noch die Irisblau. Und da haben wir jetzt nur 11 Stück. Wir brauchen allerdings 50 Stück. Okay. Dann lasst uns mal die Sachen aufräumen. So, zum einen kommen natürlich, also ihr kommt nicht rein. Ihr kommt alle rein. Dann gehen wir einmal auf die Prunkwinde. Prunkwinde und dann können wir hier die zwei auffüllen und damit sind wir komplett. Yes, yes, yes. Gut, wie gesagt, Irisblau. Wie viel hatten ich da nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Irisblau, was habe ich gesagt? Brauchen wir 50 Stück, ne? Tun wir die mal raus. Eine einzeln. Ja, das ist. Danke. So, danke jetzt, weil ich will die nämlich dahin haben. Also es fehlen uns noch 10 Mal. Deswegen, wir fahren jetzt nach Haus. Damit haben wir Tag 95. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Winter nur 10 Tage geht, anstatt 30. So. Wir missachten einfach mal alle anderen und schneiden uns die blauen raus. Und natürlich die weißen schneiden wir auch noch, ganz klar. Wäre ja schade drum, wenn wir sie nicht schneiden täten, ne? Und dann sollten wir uns aber auch einen Schnelldünger noch draufhauen. Müssen wir gleich einmal holen. Euch kann ich ja eigentlich ausbuddeln, die weißen, ne? Schnelldünger. Schnelldünger. Schnell den Dünger.
Weg damit. Da haben wir jetzt halt auch schon 99. Wunderbar. Weg damit. Dann Schnelldünger haben wir hier nichts mehr drin. Das ist okay. Wir haben ja hier noch genug. Ja, nehmen wir mal 5 mit. So, allerdings würde ich sagen, dass wir die Kleinen hier gleich wieder rausmachen. Weil die brauchen wir nicht mehr. Nee, ihr braucht jetzt gar nicht sprießen. Oh, na gut, dann sprießt halt. Ich will ja nur die Großen eigentlich haben. Aber wenn die jetzt halt auch gerade rauskommen, ne, was soll ich machen? Dann ist es halt so. So. Schnipp, schnapp, schnupp. Und ihr zwei, jawohl, wunderbar. Wunderbar. Schön, wie sie leuchten hier. Da sind noch keine Blüten dran. Aber ihr habt Blüten. So. Ihr Großes, ihr müsst noch wachsen. Nach oben, nach oben. Nach unten, nach unten. Nochmal ein wenig drauf. Kann nicht schaden, ne? Vielleicht überflüssig, aber hier fehlt zum Beispiel komplett. Jawohl, schön. Dann könnten wir sogar die Blüten zusammenbekommen. So, warte mal, euch tue ich natürlich gleich raus jetzt. Wie gesagt, euch brauche ich nicht mehr. Jawohl, schön. Gleich mal gucken, wie viele wir jetzt haben dann. Jawohl, da haben wir sie auch. Schauen wir mal. Wir haben 73. Wow, okay. Damit haben wir jetzt halt mehr Irisblau, als ich gerechnet habe. Es ging jetzt halt schnell. 50 brauchen wir. Also können wir in die Stadt. Und können die Schwäne fertig machen. Die Schwäne. This is excellent. What a lovely statue. It truly reminds me of the kind of feeling I experience when opening the gym every day. I do sometimes feel a bit nostalgic when I think about the old days. But this town and community keeps me going. The gym has served as a pillar for this community, much like your garden. I'm so glad it's up and running again. Na dann. Wunderbar. Aber die schauen wirklich schön aus, oder? Echt schön gemacht. Ich finde es immer faszinierend, Leute, die sowas können, ne? Finde ich echt faszinierend. So, und das letzte in der Liste ist jetzt die Fische. Ich habe nichts einstecken, was ich dafür brauche, aber ist egal. Daram, bam, bam. Aber vielleicht haben wir ja sogar die Sachen. Dann könnten wir sogar das fertig machen und können uns dann beim nächsten Mal an die Arbeit machen mit dem mit den größeren Statuen. So. Erstmal wieder sammeln. Weil es kann ja sein, dass wir dann am Abend nochmal sammeln. Ich weiß gar nicht, warum ich das Zeug sammle. Wenn ich eh keine Blumen mehr pflanzen kann, dann ist es ja eigentlich Unsinn, wenn ich das Zeug jetzt sammle. Ne? So, haben wir hier Samen drin? Nein. Bei den Tulpen wahrscheinlich noch. Ne? Vielleicht auch drüben bei den... Hier noch? Jawohl.
bei den Rosen, bei den Hortensien sind noch ein paar. Wunderbar. Können wir mal alles rausschmeißen, was wir jetzt halt haben. Brauchen wir jetzt halt nicht mehr. Jawohl, mein Nachbar fängt jetzt das Klopfen an. Das ist doch hervorragend. Was hab ich da? Ach, das ist eine neue Dingsbums-Spritze. Okay. Die stellen wir jetzt einfach da unten hin an die Treppe. Zack. Weg damit. So, ansonsten Schnellwachsdünger. Nee, brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Okay, schauen wir mal. Wir brauchen für den Fisch 40 mal Rose Orange. So, ich hoffe, man hört das Klopfen im Hintergrund nicht zu laut. Ich kann es leider nicht verhindern. Ich kann ja schlecht meinem Nachbarn eine auf den Kopf hauen, auch wenn ich es manchmal möchte. So, Rose Orange 40 mal. Ich mache es wieder so, dass ich die, ne, hier so einzeln runter tue. Dann brauchen wir Hortensien Dunkelrot. Das sollte ja kein Thema sein, oder? Hortensie Dunkelrot. Machen wir auch so. Zack. Einmal rein. Mohnweiß. Oh je, Mohn wird schon ein bisschen... Oh ne, haben wir sogar. 40 Mal brauchen wir den. Okay. Oh, ja, wenn jetzt gebohrt wird, dann mache ich natürlich einen Schnitt, ne? Okay, ich glaube, er ist fertig. Also das Support stört mich im Grunde ja nicht, aber ich bin ja gleich fertig mit dem Part, kann er nicht noch ein paar Minuten warten. So, Sonnenblume Gelb brauchen wir 40 Mal. Damit wir 40 Stück haben. Sonnenblume Gelb, nee, das ist wild. Orange, Gelb, yes, passt. Hammer. Dann können wir tatsächlich noch den Fisch fertig machen. Das ist ja genial. Das ist ja wirklich genial. Jetzt wäre ich schon fast zum Bus gelaufen vor lauter Juhu. Dann machen wir den Fisch jetzt nämlich auch noch fertig. Und ich hoffe, mein Nachbar hält sich zurück. Back at home, my parents have a koi pond in their garden. They're strange creatures, really. But they do look pretty. Oh, like you, Emma. You know, now I am looking at this. I'm really wondering why we haven't thought of something like this at RMNK. Seems like something people would love in their gardens. Do you mind if I write this down? I'm going to have to talk to my boss, now that I've thought about it. Na klar, mach. Kannst machen. So, ja, die Fische schauen auch gut aus. Also generell, also diese ganzen Figuren, die schauen wirklich hervorragend aus. Finde ich echt toll gemacht. Tja, was ich jetzt halt machen werde, ist natürlich, man sieht es ja, ne, hier mit den, mit diesen ganzen Schnitten, die wir hier brauchen. Also ich werde mir das Zeug mal aufschreiben und dann werden wir einfach mal schauen, wie wir das beim nächsten Mal schaffen werden. Ob wir vielleicht zwei Skulpturen fertig machen, ob wir alle fertig machen, vielleicht machen wir drei, machen wir vier, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Sollte das noch nicht passiert sein. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.